Oh, wisst ihr noch damals, als ich gesagt habe, es ist viel zu heiß für mich? Jetzt ist es noch viel heißer. Holy shit. So, ich warte jetzt auf den Philipp und dann fahren wir nach Bochum. Tja, Isa. Moin. Was geht ab? Ist doch ganz schön warm heute. Alter, frag mich nicht nach so einem Schlag. Hallo? Was soll das jetzt? So nicht. Fuck, Alter, ey. Es geht. Es geht. Mir ist aufgefallen oder eingefallen jetzt gerade, ich habe jetzt schon 2 Videos rausgehauen, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt, mit meinem neuen 5 Zoll Quad. Aber ich habe überhaupt in keinem Video erwähnt, dass ich jetzt ein 5 Zoll Quad fliege, endlich. Und was das ist und wie und was und bla und blub. Also wollte ich das jetzt einfach gerade mal diese ruhige Minute damit verbringen, euch kurz mal meinen Stuff zu zeigen. Das ist der Kleine. Und es hatte letztens jemand unter mein Video geschrieben, dass es gerade für Anfänger ganz hilfreich ist, meine Videos und so weiter und so fort. Und das finde ich halt auch ganz geil. Von daher habe ich gedacht, ich gebe euch einfach mal, falls ihr Anfänger seid, einen kleinen Tipp, zumindest das, was ich jetzt dran gelernt habe oder mitgenommen habe. Und zwar, ich wollte mir erst einen richtig geilen Armatan-Frame, so einen richtig teuren, der hätte mir 110 Euro gekostet. Ja, mit allem drum und dran, was weiß ich, Chirurgenstahl und Laser und was weiß ich nicht alles. Und dann hat mir aber ein Kollege, der Ennis, gesagt, ey, du bist ja früher Skateboard gefahren, jetzt überleg doch mal,
damals hast du dir doch auch nicht die teuersten Decks geholt, weil die halt ständig gebrochen sind, sondern du hast dir halt die günstigsten Decks geholt. Und da hat er total recht gehabt. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich dann tatsächlich jetzt, obwohl ich das erst gar nicht wollte, mir den TBS, was ist das? Source One. Den Source One Frame geholt habe. Und der kostet irgendwas, was sind das? 35 Euro. Und da ist das dann scheißegal, den kann ich gegen die Wand werfen und der kann dann explodieren. Und für den Preis von dem einen Frame kann ich mir 3 von den anderen nehmen. So, also was ich euch damit sagen will, ist, falls ihr neu seid und ihr denkt, boah geil, ich hole mir jetzt diesen Frame XYZ für 800 Millionen Euro, kann man machen, soll jeder auch machen, wie er will. Ich will nur anmerken, mit so einem Frame, der dann irgendwann 35 Euro kostet, und wo dann so ein Satz Arme, die kriegst du dann überall hinterhergeschmissen, so gefühlt. Mit dem traut ihr euch vielleicht viel eher mal über eure Grenzen hinaus, sag ich mal, zu fliegen. Also einfach, dass ihr euch da mehr traut, weil mit so einem, wie Jalma das immer sagt, Sonntagskopter, der super schick ist, alles total geil und alles total teuer und bla bla bla, damit traust du dich dann jetzt nicht unbedingt vielleicht die ganz krassen Sachen. Auch hier wieder, ne? Also jeder, wer mag, wenn ihr euch die teuren Frames kauft und damit auch cool seid, die gegen die Wand zu fliegen, jeder, wer mag. Vollkommen in Ordnung. Ich wollte das nur einfach als Tipp mal dazugeben, dass es nicht immer der teuerste Frame sein muss. So, ich hoffe, ihr nehmt euch da ein bisschen was mit. Ansonsten macht, wie ihr wollt.